Hallo, da bin ich wieder, Plains of Latheon. Und ja, anscheinend haben ein paar Barbaren und Wikinger ein Dorf überfallen. Es ist eigentlich bloß eine Hütte. Das Level heißt Plundered Farm, die geplünderte Farm. Loading. Ja, dieses Level nervt vor allem mit seinen Barbaren. Die Barbaren haben den nerven deshalb so arg, weil sie, wenn sie dich einmal geschlagen haben, schlagen sie so schnell nach, dass du nicht mal mehr die Zeit hast, zurückzuschlagen oder eben dann gerade so dein Schild heben kannst. Also die, ich weiß nicht, ob das ein Berserker-Modus sein soll oder weiß der Geier. Auf jeden Fall sieht man hier ein brennendes Bauernhaus, ein paar erschlagene Bauern, ein Kopf liegt darum. Und hier geht es halt darum, am Anfang zwei solche Löcher mit Felsen einzurammen. Da haben sich anscheinend ein paar Bauern versteckt ursprünglich, aber die sieht man hier auch nicht mehr, die sind irgendwie schon alle tot. Es geht bloß noch darum, die Wikinger und Barbaren, die diesen Hof überfallen haben, hier niederzumetzeln. Ich wusste gar nicht, dass einen einen Wikinger hat. Und hier haben sie auch diese typischen, klischeehaften Zwei-Hörner-Helme. Das ist unglaublich. So, dieses Level musste ich auch mehrmals machen, weil ich auch hier wieder, wie bei The Dark Forest, nur 90% bekommen hatte. Und ich kann nachher zeigen, wo ich dann hier dann ein paar Sachen gemacht habe, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, aber dann trotzdem dazu geführt haben, dass ich dann doch noch irgendwie 100% bekommen habe. Also, es ist mir ein Rätsel. Zum Beispiel hier auf diese Baumstümpfe springen. Ich bin ein bisschen lebensmüde, indem ich, weil das fast explodiert, das wusste ich. Ich habe das Level ein paar Mal gespielt, aber ich bin trotzdem drauf gesprungen, weil das war so eine Situation, wo man dann keinen Bock mehr hat, da großartig aufzupassen oder sowas. Ich glaube, bei diesem Spiel Übung ist alles. Wenn man weiß, wo die Gegner wegkommen, man muss auf seine Ausdauer aufpassen und man muss halt die Spezialattacken beherrschen. Zum Beispiel diesen, was man in The Dark Forest, ein gutes kann ich über das Level dann doch sagen, da bekommt man diesen Schlag, der besser ist als der Todesstoß. Der Todesstoß nimmt ziemlich viel Ausdauer weg. Aber man bekommt dann so eine Attacke, so ein Vorwärts-Slash. Ich springe hier zum Beispiel auf diesen Baum. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe, wo ich dachte, das habe ich vorher nie so gemacht und vielleicht gibt das ja 100%. Einfach nur, dass man auf diesen Baum da oben drauf springt. Ich weiß nicht, was für ein Trigger da dann anspringt. Und ja, Barbaren sind meine Hassgegner. Ich kann die, die sind grauselig. Berserker-Modus. Bah. So, da oben sieht man jetzt auch hier das Drachenhorn. Und die Musik wird obskur. Also das Drachenhorn, damit kann man Draco herbeiholen. In diesem Level kommt er von hinten und legt Feuer hin. Spuckt Feuer. Ich setze das aber nie ein. Das habe ich bei diesem Playthrough, habe ich das so entschieden, dass ich das nicht machen möchte. Dass die Musik jetzt hier so schnell läuft. Ich weiß nicht, ich spiele das ja mit einem Emulator. Und ich weiß nicht, ob das auf einer Original-Playstation auch so wäre. Ich habe die CD einfach so gerippt. Ja, spiele das. Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung vom Emulator ist, von dem Plugin, was ich da habe. Das kann alles sein. Bin froh, dass die Musik überhaupt läuft. Und das hier ist noch nicht mal das Schlimmste, was passiert. Das werdet ihr nachher auch noch hören, leider. Also, ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, wie ich das dann hier beheben soll. Und ich möchte das Level auch nicht nochmal durchspielen, nur um das dann richtig zu haben. Ja. Ja, die Musik ist ziemlich verrückt hier. Jetzt kommt plötzlich wieder diese Hauptmenü-Melodie und gleich kommt noch was viel Schlimmeres. Da entschuldige ich mich mal im Voraus. Also Leute, die einen Tinnitus haben oder keinen haben wollen. Diejenigen, die haben wollen, hören weiter. Ja, ich warne euch vor, das ist ein hochfrequentes Piepen. Einfach nur ein Piepen. Es ist grauselig. Und als erstes Mal, als es aufgetaucht ist, war ich gerade natürlich in einem Kampf mit einem Barbaren verwickelt. Und dann bist du so abgelenkt und so genervt. Nee, doch nicht. Dass du dann natürlich verkloppt wirst und du regst dich dann noch mehr auf. Das Spiel ist so ein Aufreger, ne? Aber man kann es hinkriegen. So. Also man bekommt mehr Ringe. Das sind ja keine Goldstücke. Man bekommt hier Ringe aus den Gegnern raus. Ich weiß gar nicht, was das soll. Drachenringe? Gab's das im Originalfilm? Hatten Ringe da eine besondere Bedeutung? War das doch Drachenherz? Warum nicht einfach Goldmünzen? Also wenn das Goldmützen sein sollen, dann sind sie in der Mitte durchsichtig. Also das sind Ringe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das diese alten Münzen, die man früher dann an Bändern aufgewickelt hat. Aber das war doch in China, oder nicht? Oder in den asiatischen Bereich. Ja, keine Ahnung.
So, jetzt habe ich mir den Bogen von Kala geholt und stecke diesen Heuhaufen in Brand. Der kam mir schon beim ersten Mal, als ich das Level gespielt habe, verdächtig vor. Und ich dachte mir, da muss doch was sein. Und wie steckt man einen Heuhaufen am besten in Brand? Ja, mit dem Feuerfall natürlich. Nicht mit Draco. Das hatte ich auch überlegt, dass man Draco anfliegen lässt, um das in Brand zu stecken. Aber habe ich dann gelassen. Ja, genau. Ja, jetzt werde ich an der Leiter von den Barbaren verprügelt. Wenn man gegen Barbaren kämpft, ist es sehr nützlich, dass man immer weiter zuschlägt. Sie ein bisschen auf Distanz hält, weil sie werden dann ein bisschen zurückgeworfen und man kann sie dann ja auf Distanz halten. Am besten ist natürlich, man macht sie mit einem Spezialangriff, so wie jetzt, platt. Das hilft am meisten. Genauso wie Wikinger und sowas. Obwohl Wikinger gehen nicht mit einem mit einer so einer Spezialattacke hinüber. Ich glaube, die Barbaren manchmal auch nicht. Deshalb muss man sie meist vorher ein bisschen anschlagen und dann die Spezialattacke ausführen. Ich glaube, Barbaren kann man damit doch ziemlich platt machen. Also das ist dieser Forward Slash, der in meinem Dark Forest lernt und der geht in die Richtung, in die man schlagen will, nach oben schlagen. Also rechts oben schlagen, wenn man nach rechts schlagen will, diesen Backslash. Und wenn man damit einen Gegner tötet mit so einem Spezialangriff, dann bekommt man zwei Ringe. Ansonsten bekommt man bloß einen Ring von denen. Und wenn sie verbrennen, wenn sie zum Beispiel in so ein, wenn man sie mit einem Fass umbringt, mit so einem explodierenden Fass, also sie stehen direkt vor einem Fass. Hier, das war der Todesstoß. Also diese Fässer explodieren und wenn da ein Gegner gerade steht, also man selber bekommt dann Schaden, klar, aber die Gegner gehen in Flammen auf, also. Und da haben wir den Tinnitus. Ja, er geht gleich vorbei, also das Level ist zum Glück gleich zu Ende. Weil sonst geht das noch ewig weiter. Also das Level ist zum Glück zu Ende und ich renne jetzt, ich warte ein bisschen. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich 100% kriege, aber was soll's, ich muss ja irgendwie die Zeit auch totschlagen, also halbwegs im Rahmen bleiben. So, ich wollte jedes Level so möglichst nach 10 Minuten beenden. Ja, YouTube-Video-Länge. So, und das ist Lormark, der Landdrache. Sieht ziemlich mickrig aus, finde ich. Und der hat auch ein, ja, Muster, das man erkennen kann. Man kann ihn immer dreimal schlagen, er ist ein bisschen langwieriger. Also er fliegt nach oben, kommt da einmal mit so einem Sturzangriff an, dann spuckt er einmal Feuer in dieselbe Richtung. Da kann man da weggehen, da kommt er nämlich gelandet. Dann haut er einmal mit seinem Schwanz zu, spuckt zweimal Feuer und kommt an. So, und wenn er ankommt, dreimal schlagen und dann geht er wieder nach oben. Und das die ganze Zeit. Ich weiß, dass man kurz zuvor den Bogen bekommen hat. Und ich glaube, das war die Intention der Programmierer, dass man dann hier jetzt in diesem Kampf den Bogen verwendet. Aber ganz ehrlich, ich verschwende nicht gerne Pfeile, auch wenn sie billigen sind. Ja, also ich versuche in diesem Spiel so wenig wie möglich zu kaufen und ich habe auch schon 7 Leben. 7 Leben ist das Maximum. Das war gerade ziemlich knapp. Er wäre beinahe auf mir drauf gelandet. Also man muss schon ein bisschen Abstand nehmen, weil er kommt immer ein Stück zu einem selber gelaufen. Und wenn man zu nah an ihm dran steht, dann verliert man Lebensenergie. Weil er rennt dann in einen rein und dann, ja. Ja, in diesem Level hier verliere ich tatsächlich auch mal Lebensenergie. Also man kann diesen Drachen sehr leicht ohne Lebensenergieverlust besiegen. Aber bei diesem hier ist mir das mal nicht gelungen. Vorher immer. Also ich mache ja keine Safe States oder sowas. Ich spiele das Level in einem Rutsch durch. Und da braucht man schon manchmal braucht man mehrere Anläufe. Ich zumindest. Und das, ja. So, jetzt muss ich zur rechten Seite rüber wandern, weil links geht es nicht weiter quasi. Also da muss ich jetzt hier ein bisschen... Ich glaube, ich habe den Schildbutton zu früh losgelassen. Und das Feuer war noch nicht ganz an mir vorbei, der Feuerball, und hat mich deshalb doch noch erwischt. Naja, so ist das. Ja, 169 Ringe habe ich hier. Man könnte sagen, ich bin der Herr der Ringe. Ja, ich weiß, sehr übel. So, aber gleich ist das Mistvieh tot. Lormark. Was? Wo hat einen diese ganzen Drachen weg? Im Film wurde das nicht erwähnt. Naja, wahrscheinlich ihm oft passiert. So, der Drache zappelt noch ein bisschen. Ich springe hier nach rechts, aus dem einfachen Grund, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch noch mithelfen, die 100% zu erreichen. Dass man irgendwie da an den Felsen springt oder sowas, an den Bereich kommt. Du, ich habe keine Ahnung, wie das sonst funktioniert hat. Also, ich war immer nur froh, dass ich da nicht mal 100% gesehen hatte. Hatte ich vorher auch schon mal gesehen, aber ich wusste nicht mehr wie und da hatte ich auch keine Aufnahme davon gemacht. Da bin ich einfach nur durchs Level gerannt, um auszuprobieren, wie ich 100% kriegen kann. Ja, aber hin und her, genauso wie in Dark Forest. Oh Mann, das Spiel macht mich verrückt. Aber ich spiele trotzdem. Ich mag Dragonheart. Das Spiel ist scheiße, aber ich spiele trotzdem.
Einer muss es tun. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Level.